Oh, das gibt's doch nicht. Hallo. Guten Tag. So. So. Jetzt bin ich hier mal gespannt. So ein bisschen Schiss habe ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist noch so, wie wir das alles gemacht haben. Okay. Loki, die Brenner wird genau umgebracht, haben die 8 Stück. Was? Ja, klar. Okay, so, noch irgendwas zum Rippe. Ne, ist alles cool. Ja, ich wäre eigentlich soweit. Ich gebe mal noch Kaugummi und dann let's go. Baldrian. Bald Beruhigungstee. Für wen, Knocki? Für wen? Für uns alle. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, weil es ist schon irgendwie so. Es ist ein Event. Ja. Ist spaßig. Also es ist so, es wird nicht jedem gefallen und es wird auch bestimmt Leute geben, Rechtschreibung kacke oder dies blöd oder wie auch immer. Wir haben uns trotz allem super viel Mühe gegeben, das irgendwie zu planen. Und wenn du einen Streamer hast, der gleichzeitig scamsüchtig ist und hin und her, dann ist das, ne, und der alle Admin-Rechte hat, ist das nicht so einfach, das geheim zu halten und das geheim durchzusetzen, so. Ja. Hin und her. Das ist echt ultra schwierig, eben halt da auch Zeit zu finden, wenn du auch Vollzeit arbeitest, so wie wir alle. Das ist, ja. Aber das haben wir kurz so nebenbei. Wir haben uns da ein bisschen was bei gedacht, so, und sind eben halt gewisse Sachen durchgegangen. Wir persönlich finden es witzig. Natürlich kann es auch sein, dass Para sagt, es ist kacke, weil Geschmäcker sind nun mal unterschiedlich. Im Endeffekt ist eigentlich der Fun-Fact, ne, weil er hat Suche, bis zum Schatz zu kommen. Er hat uns eine Schatzsuche gemacht. Wir wollten ihm auch eine machen, damit er das auch mal machen kann. Ja. Genau. Wo ist ein Pauke? Ich sehe den. Sir. Alright. Okay. Ich hab euch von was oben im Überblick. Ach ja, du bist ja da oben, so. Ja. Also rein theoretisch. Hm? Gib ihm das Go. Bunga, let's go! So, stell dich vor die Wand, stell dich vor die Wand, stell dich vor die Wand. So. Okay. Wer sind Sie denn? So, okay. Boah, Schatzsuche startet hier. Tausche Items aus. Nimm Hinweis Nummer 1 zu Fuß. Zum. Was? Zum Nass. Nun Richtung Kampf. Bis under the sea. Oh no. Okay. Oh yes. Aber dann gehe ich mich komplett. Okay, ich mach schon. Ausziehen. Okay. Klamotten in eine Kiste packen. Wir wollen ja nicht, dass dein Zeug kaputt geht. Dein gut erspawntes, gefundenes Zeug. Okay. Deswegen musst du schon so lachen, weil Paare so schön, oh, erstmal meine Sachen reparieren und dann nehme ich das noch mit und dann nehme ich dies noch mit und dann nehme ich jedes noch mit. Nee, okay. Mein Freund. Ich bin. Och, diese Socke. Das ist ja nur Bloßstellung heute. Nee. Okay, also das habe ich. Es geht um irgendwas mit Tauchen, ne? Auf jeden Fall, ich wäre nass. Ist under the sea. Stell ihn nochmal dahin, dann kann Pauke nochmal ein Bild machen. Warte, so? Okay, dann mache ich ein Bild, warte. Oh, wie? Oh, die Socken sind echt der Knaller. Hätte ich ja nicht gewusst, dass die so geil sind. Okay, ready? Ja, wir ja. Okay, bevor die Idee kommt, das Motorrad zu nutzen. So, wie geht's dann jetzt weiter? Also, Hinweis Nummer 1. Zu Fuß zum Nass. Zu Fuß zum Nass. Also, ich muss auf jeden Fall einfach ans Wasser gehen. Also, wahrscheinlich einfach runter ans Wasser. Richtig. Alright. Zu Fuß zum Nass. Und wenn du beim Nass bist, Richtung Kampf. Okay. Hi? Hä? Nee, oder? Nee, keine Ahnung. Ich freue mich nur selber gerade Dinge. Alles gut. Ich gehe zu Fuß nass. Das Outfit ist top. 10 von 10. Oh, was ist das denn? Ja, ich weiß, das kennst du auch noch gar nicht, aber weil du ja nicht so mitkriegst, was hier so auf der Bühne passiert. Bootshaus. Oh. Zu Fuß am Ufer lang, okay, oder? Ich muss doch lieber so machen. Richtung Kämpferland. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Under the sea. Okay. Ich gehe einfach mal. Wir folgen dir unauffällig, ganz unauffällig.
toll. Ich sehe, dass du hin, aber dass nur zwei Schilder sind, ziehe ich jetzt erst, ne? Nice. Okay. Jetzt geht's weiter. Er hat einen Stein entdeckt. Pass auf, jetzt kommt er noch. Ich sehe Wasser, weißt du? Erst tauchen, dann fahren. Hinweis Nummer 2. Tauche tief hinein. Boah, du bist doch safe der Hai drin, oder? Ich weiß es, keine Ahnung. Guck dich mal genauer um. Warte mal. Oh, ah, okay. I see, okay. Okay. Merkst du das? Er hat ein bisschen Angst, Kanada, weil er nicht weiß, wie gemein wir sind. Ja, aber das ist das Geile. Oh, was ist das denn? Ah, ist einfach nur, okay. Nee, du bist okay. Falsch. Traurig wär's, wenn ich jetzt einfach nur sterbe. Wieder Luft. So, haben wir die nächsten Hinweise. Zum Gebet auf die Knie in der Kirche ums Eck. Zahlencode / Geheimagent. Okay, Hinweis Nummer 2. Ja. Ah, okay. Sachen tauschen. Genau. Und dabei? So, aber was bedeutet da in der Kirche ums Eck? Zahlencode / Geheimagent. Was schlussfolgerst du denn aus diesem Satz? In der Kirche ums Eck, also irgendwo eine Kirche. Irgendwo ist irgendwas mit einer Kirche. Mhm. Und Zahlencode / Geheimagent. Oh Gott, das kann ich beim Vergessen. Also das hört bei mir schon auf. Kirche, naja, okay. Also, wo ist die also Kirche? Das mit dem Zahlencode, erstmal musst du ja die Kirche finden. Ja, die Kirche und dann der Zahlencode. Kannst du dich denn erinnern, wo eine Kirche ist? Um die Eck. Um die Eck. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Mapkenntnis, ist es bei A3 oder A4? Dorthin im PvP-Gebiet. Nee, was ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Um die Eck, nicht über das ganze Karte verteilt. Um die Ecke ist die Kirche? Was? Bei uns um die Ecke. Gut, ich komme nochmal raus. Wenn ich halt das so höre mit der Kirche, denke ich direkt an das Eventgebiet, wo die Kirche ist. Ne? Womit ich so zentral steht. Aber das ist ja nicht hier, deswegen habe ich aber kurz gedacht. Oh, ist aber hä? Welches Eventgebiet? Ja, das Eventgebiet, wo, das. Ernsthaft. Oh, das geht schon gut los. Ernsthaft. Dann noch ein goldenes. Okay, na gut. Das ist ja nun mal so. Du musst nur erstmal sehen, dass du das Fahrrad da hochkriegst. Das gestaltet sich. Achso, oh nein. Nee, warte, Fahrrad. So, das war so nicht geplant, aber. Hm? Was denn? Er verschwendet für die Ecke. Der nee, da sollte eigentlich gar kein Schloss drin sein. Oh, okay. Das war nur wegen, damit es nicht in der Zwischenzeit wegkommt. Ach so. Ja, ich hab's aber entfernt. Nee. Also okay, das ist gut. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe dann. Weg. Hä? Oh. Ne, hä? Was ist jetzt los? Ach so, ja, Fahrräder spinne so ein bisschen, wenn sie am Abhang sind. Ja, dann laufe. Hast du Schuhe gekriegt? Ja, okay. Gut. Sondern du musst wirklich jeden Hinweis von den 35 erreichen. Okay, gut. Ah, ne, die Fahrräder, die sind. Warte. Ne, die sind komplett backbar. Zurück. Ja. Zurück, also die Endkirche. Ich weiß nicht, war bei uns in der Nähe durch eine Kirche in dem Dörfchen? Wahrscheinlich, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh. Ich bin auch gern erinnert, ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, ich bin jemand, ich zerdenke bei Rätsel sehr gern. So hardcore, dass es manchmal echt total bescheuert ist. So, da ist die Gerge. Ich glaube, in der war ich auch noch nie drin, ne? Safe. Irgendwo Schilder oder so? Nee, dann gut, dann gehen wir rein. Ah! Ach so. Geheimagent. Ah, okay, alles klar. Okay, cool. Okay, alles klar, jetzt macht das Sinn. Okay. Drei Varianten. Kannst auch du nicht zerdenken. James Bond. Och du Kacke, was ist denn da los? Bete um Gnade.
Ob schwer oder leicht, das nächste Rätsel wird ein Erfolg. Nimm nun Hinweis Nummer 3 und fahr schnell los, denn dein Freund und Helfer wartet hoch. Oben auf dem Dach in der Zombie-Bordenstadt. Okay, was haben wir dann Schönes? Steht alles schon bereit? Achso, okay, das Dodo für waren die Lockpicks, ne? Ja. Okay. Ah, gut, okay, Gold. Ich hatte schon gedacht, Fahrrad, Gold ist Schloss. Was? Nee, das Goldene war wirklich nur, dass es nicht wegkommt im Endeffekt. Ja, alles gut. Wär nur lustig gewesen. Und da hätten wir dir einen roten Schraubenzieher mehr gegeben. Oh, gutes Equipment. Okay, dann ziehen wir das doch jetzt wieder alles aus. Okay, noch irgendwas hier? Nee? Okay. So, jetzt nochmal ganz kurz inhalieren. Freund und Hell. Okay, alles klar. Ich denke, ich hab's. Zombie-Hordenstadt. Ich denke mal, also ich dachte mal, du weißt, was gemeint ist. Okay. Alle halten die Luft an. Ja. Hat noch welche. Ja. Herz, ja. Wo bin ich denn jetzt gerade? Aufgrund des Verschleißes haben wir auch das Motorrad gegeben. Achso, soll ich auf der Straße fahren? Nein. Okay. Im Endeffekt ist es scheißegal, bloß beim Motorrad, das Umkippen ist halt schwerer. Ja, nee, alles klar, weil ansonsten wäre ich auf der Straße gefahren, wenn du noch was wäre. Inventar nutze, wäre das noch geiler. Aber bei den Motorrädern ging das, glaube ich. Ja, ich fahre mal durch die Stadt und dann durch die nächste. Aber ich meine, es müsste B2 dann eigentlich sein. Alles ist voll mit Zombies. Wer ist denn geflogen? Ja, wir sind schön geflogen, sagt mir euch. Achso, ich hab die Map auf. Ich guck, wo Para auf der Map rumgeistert. Entweder das du oder B2. Ich guck nach. Nein, ich sprach es nicht. Du stirbst. Er wollte nämlich vom Dach springen. Was? Nein. Nein. Einfach random gestorben. Nee. Gut, wir gehen aber näher ran wegen zu viel Leute im Umkreis. Muss ja nicht schwerer machen, als es ist. Ein paar Zombie-Renos. Ich mach das Para-Style. Nee, nett. Ja, genau, danke. Ja, so, Kollege, komm mal hier.
aufräumen können, ne? Mündel, ja, alles hat gut, er, alles gut. Hat er Schwert. Stopp, erst nach oben gehen. Okay, bis hierhin geschafft. Das war doch leicht. Nun leg dich zur Ruhe im ersten Stock. In der Not ruft doch Pauke an. Lies mal richtig. Warte. Also kannst du nochmal in Ruhe. Ich meine immer, das reimt sich dann irgendwie. Bis hierhin geschafft. Nee, das war doch leicht. Nun leg dich zur Ruhe im ersten Stock. Ruhe. Aha, oh. Gott. Okay. Oh, wie. Okay, so. Schluss mit lustig. Nun wird es ernst. Zeig, was du kannst. Der nächste Ort ist eisig kalt. Roboter und Zombies sind dort. Achtung, Glatteis. Rapkit dabei. Okay. Oh, ist schon mal knacki. Alles klar. Ruf Pauke an. Alles klar. Gut, gut. Das ist geil. Da steht alles drin. Wo? Was du wann, kannst. Was? Der nächste Ort ist eisig kalt. Ja, gut, halt hoch ins Schneegebiet. Roboter und Zombies sind dort. Achtung, Glatteis. Ist das Bett hier normal? Oder warum ist das hier? Ja, das, du solltest dich ja ein bisschen ausruhen und jetzt was essen und trinken können. Die haben das so gut gemacht, ganz ehrlich, das ist so gut. Roboter und Zombies sind dort. Geil, okay. Alles klar. Das gibt eine lange Reise. Ich hätte das normal geschrieben. Ich hab jetzt irgendwie so gedacht, dort, okay, vielleicht hat er irgendwie immer nur, ja, immer das O halt, ne, vielleicht irgendwie vertippt oder so, weil das ist ja eigentlich direkt oben drüber, ne? Die Null für Tastatur und deswegen hast du, okay. Aber so macht's halt Sinn mit der Zone, klar. Nice, alles klar, let's go. So, ganz kurz. Ach, ich bin ja blöd, ey. Jetzt nehme ich die Maus vom Arbeits-PC und versuche damit hier auf dem Desktop. Ach, Mann, ey. Ja. So, Pauke. Schau, wo du riechst, du Spargel raus. So, jetzt machen wir da ein Schloss dran, stell oben auf Admin und dann war's das. Und tschüss, Pauke. Was? Hm? Ich kann's mal neben auf die Seite stellen. So. Weil dann ist das Motorrad jetzt voll und dann kannst du ja erstmal durchdüngen. Alles klar. Ja, komm. Und let's go. Ich bin immer gewohnt mit Kombas, ich musste hoch. Was Schweres reinbringt bei so einem Rätsel. Nie. Ach. Schon genug. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war schon ein volles. Guten Tag. Guten Tag. Nicht nur Norwegen, wegen Feuer. Ja, ja. So, erst mal kurz Ausruhe. War lange Fahrt. Ah ja, ich wollte gerade sagen, wieso ist hier kein Mech mehr? Wo ist der Mech geblieben? Aber er geht, er latscht, er lang. Na gut, okay. Wir gucken mal. Ja, Angst.
Nein, Spotter. Geht er nach links oder geht er nach rechts? Ja, wo ist der? Der hängt da vorne am Zaun, okay. Na, er kommt. Hallo. Mit Oki hinhocken, falls er von oben kommt, sonst sieht er sich. Er kommt nämlich schon. Okay. Gut, ihr seid drinne. So, Pauke fehlt noch. Warte, da backt hier vor der Tür. Verletzt? Such den Doc auf. Okay. Ach, die Kacke. Wo hab ich oben zugemacht? Luke? Nö. Ah, das sieht doch gut aus. Ach, hier ist ja Armory. Oh, okay. Ah, okay. Da geht's weiter. Tob dich nur aus. Na, Platz hast du keinen. Hinweis 5. Die Träne wirst du brauchen. Ein Haufen Mechs dort laufen. Ah, das du es. Warte mal. Sehr gut. Okay, dieser Standort plus 4. Nutze den Tunnel. Was hast du als Items das ist bekommen? Nicht euer Ernst. Was hast du als Items bekommen? Das ist und, nicht euer Ernst, Alter. Das kann ich doch. Oh. Okay. Welche Klamotten hast du bekommen? Ja. Ich weiß schon Bescheid. Alles klar. Okay, ja gut. Komm, nehmen wir los. Mach weiter. Oh, Kacke. Ich werde doch nicht. Das ist. Ja. Stelle ich mal ganz ordnungsgemäß ans Feuer. 5, 4 und 3. So. Okay. Was ist denn da los? Feuer? Fackeln. Brenner? Kannst du es verbinden? Das wäre ja schon geil irgendwie. Jetzt kommt ohne 3 Brenner angerannt. Hallo, wir haben dir extra Licht angemacht. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Oh, okay. Große Mechs. Langis Straße. 5 große Tore. Nimm die Mitte. Alright. Es wird. Ah, okay, alles klar. Es wird wärmer. Also beim Einrichten, bloß für dich zu Info, war hier auf der Ecke ein Pieper irgendwo. Weiter. Ja, wo ist er denn? Warte. Ich will kein Schild verpassen, das wäre. Ja, ist nicht so schlimm, wenn du Schilder hier verpasst. Okay. Wow. Ah. Ja, fucking Scheiße. Ab in den Busch. Ja, aber dann trampelt der einen wieder kaputt. Ah. Wir wundern, der Pieper ist Kopfschuss. Der explodiert dann irgendwann. Ja. Ist ja der Busch. Wie geil. Wie süß. Das finde ich gut. Naja, also, es ist ja jetzt eigentlich alles gesagt. Große Mechs. Ja, die Mitte. Straße, oh, Franz, der kommt hoch. Oh. Oh mein Gott. Oh nein.
Alles okay? Er hat sich aufgeladen. Bisschen Fahrer nutzt es im Zweifelsfall. Ja. Die Mitte, ich muss da hinhalten. Mittig rein, aber das ist. Ja, er kommt zu mir, fuck. Oh fuck, nein. Ja, also ich bin sicher, wenn was ist. Ich glaube, ich. Oh weh. Ich muss kurz irgendwo in Sicherheit. Und sagen, dass das der einfache Weg ist? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Oh, ah, er kommt direkt zu uns. Kacke. So, oh, nee. Ich hab mich jetzt bei mir. Loki, runter. Ich kann nicht. Ach, scheiße. Rosa. Oh, was war das denn? Ja, alles. Wir haben uns das ist so richtig intens, Alter. Na, das Shirt kommt weg. Erstmal kurz runterkommen. Aber geil. Ne, Glocke, warte, komm rein. Nicht weiter triggern. Okay, nee, alles in Ordnung. So. Mach das doch viel spaßiger, ey. Lass mir doch mal ein bisschen meinen Spaß. Weißt du, der ist jetzt hier so easy durchgeflutscht. Lass ihn selber machen. So. Ey, wenn der Mesh kommt, ich war einfach gerannt. Habt's auch irgendwo dorthin. Und auf jeden Fall ist es hier ins Nebel dran. Fünf große Tore in die Mitte wäre. Ja, ich sieh's schon. Alles gut. Toll. Nö. Ah, kacke. Das ist so lang her, dass du. Aber ist einer von der geilsten Bunker, finde ich. Müssen nur noch eine Killbox irgendwie so ein spezielles Ding hin. Hier drumherum gehen? Würde auch gehen, ne? Hier rede ich wieder hoch. Aha. Ich glaube, das probiere ich aus. Das ist fast geschafft. Let's go. Willkommen. Ja. Hallo. To the jungle. Jetzt wäre ich überrascht. Nee. Geschafft. Was? Was ist los? Mein Name ist Kult. Angst, Vater. Der Schatz zum Greifen nah. Entkomme schnell von hier. Für Hinweis Nummer 6 des Brenners. Selbstgebautes Haus. Spreng in die Luft und grab ihn aus. Oh Gott, Schnörkli wieder zurück. Ah! Da bin ich! Oh! Du darfst dich rächen, wenn du willst. Okay, schade. Jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Ja, komm, warum nicht, oder? Komm, muss schon nur kurz irgendwie. Ich mach das mal alles hier rein. Okay. Okay, aber ich glaube, sind das zu wenig Rakete? Oder hat er das abgezählt? Nö, das ist einfach eingepackt. Einfach so, okay. Mal, wir machen mal voll, weil ich weiß ja nicht, wie viel du. Okay, wie viel Spaß du haben willst. Warte, ich öffne. Ich habe jetzt sowieso das Beste verpasst, von daher, das ist irgendwie Wurst. Nö, erstmal nur willkommen, Schnorkli, hat er gelesen. Dann Angst, ja. Potter. Ja, und dann aber er hat ja noch nicht. Nee, ich habe das ja nicht mitgekriegt. Prediction! Ja, komm her. Ah!
Ja, nur Ender, dann ist gut. Ich komm lieber hin. Schnärkli ist weg, mit Ausrüstung sogar. Ich hab schon nie Ausrüstung oder so gehabt beim Auto. Jetzt, ich würde sagen, da ist jemand sauer. Okay, also erstmal hier raus und dann gucke, was hat's mit dem... Wahrscheinlich, wenn ich davor stehe, denke ich mal, okay, ist sowas gemeint. Ja, komm, ich fahr einfach raus, weil das ist ganz eklig auf der Ecke hier. Fahrt. Ich komm schon raus. Du hast Pauke vergessen. Teleport. Ja, jetzt, oder? Nee, jetzt. Ich hätte auch so rumfahren können, aber... Oh no, was mache ich? Okay. Okay, ja, sie. Ja, die haben eine Range, das ist. Och, okay, alles klar. Da brauche ich mehr Dietrich. Okay. Das ist gerade gute Übung. Ich mache später noch ein paar Killbox-Runs, also. Ist gut. Haha, der Freund ist da. Hat er das eigentlich so bestätigt, dass es da Unterschiede gibt? Ist offen. Immer dranbleiben. Ach komm, welche was? Was mache ich dann da? Komm mal her. Oh, ich weiß halt nicht mit der Range, ne? Also. Oh! Oh, scheiße. Ja, dass man da ordentlicher Bums drin kriegt. Hab ich Gefalle gelöst. Ah, safe, nice. Okay. Wo das langt? Okay. Da gibt alles für den Philippa da hinten. Ja, die Zone und so, das, ja. Das geht von der Zone her nicht. Okay, dann mach ich du mit dem Schwertchen. Improvisierte Metalltruhe. Jetzt noch Muggelschloss, ne? Aber 100 Pro. Aber 100. Das gute Knackzeug. Ja, ich bin halt aufgewärmt, nix. Jetzt kommt's. Gemutet. Es ist wieder gut Schluss. Okay. Niemals. Man hätte das Gedächtnis trainieren können. Da Airy rein und dann. Die Summe aus allen Codes, die du bis jetzt hattest. warte mal, wie waren die? Hier sind wir! Oh! Haras Schatz. Jetzt bin ich gespannt.
Oh Gott, nein, was? Oh Gott. What? Was ist das, du? Yo, yo. Genieß deine erste Zigarre. Adrenalinspritz? Der ganz oben. Ja, ja, ja. Ja, let's go. Schatzsuche erfolgreich. So, okay. 16 Uhr. Ja, passend, perfekt. Das ist ja nur logisch. Was ist das für ein verfluchte Puppetkleidung? Na komm erstmal raus, hier wartet ein Freund auf dich, der will spielen. Was? Komm, Winnie Pooh. Ja, das hat er wirklich geil gemacht. Ich hab's gefeiert. Du, davon hätte ich gern mehr. Das war nice. Auch im Feuerwerk und so, dass das so, das hat schön gepasst. Das Ende, was mich abgefuckt hat, war... Was ist abgefuckt? Das ist so krass. Nee, das ist so, so krass war es nicht. Die goldenen Schlösser! Komm, du wolltest Killbox machen. Ja, es war gutes Training, aber komm, wir haben da noch hingeschmissen. Oh, das kann ich gleich alles beim Händler investieren. So. Warum erinnert mich das irgendwie an Sean Wick in Blond? Irgendwie so ein bisschen...